Jo Leute, was geht ab? Lincoln am Start. Und heute geht's los mit dem Playthrough. Ich werde einen Charakter von Normal bis ins Endgame spielen. Und ja, ihr könnt dabei zugucken. Ich werde so viel wie möglich erklären. Und hoffe, dass ihr euch viel rausziehen könnt. Und ein paar Tipps und Tricks, die euch das Spiel erleichtern sollten. Ja, grundsätzlich bin ich kein Profi, auch ich mache Fehler. Aber ich denke, die Basics kriegt ihr auf jeden Fall mit. Und das ist die Hauptsache, damit ihr ins Spiel reinkommt und einfach mehr Spaß habt. Also los geht's, ich mache einen Charakter, spiele in der Hardcore-Liga. Zu Ligen habe ich auch ein Video gemacht, falls ihr euch da mal informieren wollt, wo da der Unterschied ist. Ja, ich spiele eine Witch. So, Name ausgewählt. So, los geht's. Ja, was wichtig ist, ich benutze einen Loot-Filter. Da habe ich auch ein Video gemacht, wie ihr das Ganze installieren könnt, einstellen könnt. Dann werden Items, die droppen, anders angezeigt. Es werden extrem gute Items gehighlightet. Ihr habt andere Drop-Sounds. Und so verpasst ihr einfach keine Items. Das ist, finde ich, eine Erleichterung. Ja, guckt euch das Video an, stellt das ein. Und ich benutze ein Lockout-Makro. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. So, das sollte erstmal zur kleinen Einführung reichen. Fangen wir an. So, Waffe aufnehmen. Typi anschnacken. Jetzt ist Monster killen. So, und wir haben unsere erste Fähigkeit, Feuerball. Die können wir einfach hier per Drag and Drop in unsere Ausrüstung reinsockeln, in den blauen Sockel. Und dann haben wir den Feuerball hier unten zur Verfügung. Und ja, wir wollen jetzt nicht mehr den Default Attack benutzen, sondern Move Only. Einfach hier raufklicken und dann dementsprechend den Skill auswählen. Und ja. Grundsätzlich, ihr habt halt für alles Shortcuts. Für alle eure Flaschen hier 1, 2 und 5 momentan. Das möchte ich zum Beispiel auch ändern. Drückt einfach I für Inventar. Könnt dann dementsprechend hier eure Flaschen verändern. Ich habe gerne meine Mana-Flasche hier auf der 3. Das heißt, wenn ich die 3 drücke, beziehungsweise 1, 2, werden die Flaschen aktiviert. Wichtig zu wissen, die Flaschen sind nicht instant. Das heißt, zum Beispiel hier 70 Leben über 6 Sekunden und ihr könnt die dreimal benutzen, bevor sie alle ist. Und die Flaschen regenerieren sich, wenn ihr Monster tötet. So. Ja, Feuerball wird dahin geschossen, wo die Maus ist. Grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn ihr ein gutes Movement habt, könnt ihr das Spiel ziemlich outplayen. Das heißt, ja, ihr seht hier in der Zone zum Beispiel sind die Zombies extrem langsam. Wenn ihr ein bisschen Abstand haltet, ja, seid ihr sicher, bekommt keinen Schaden. Hier zum Beispiel haben wir unser erstes Currency-Item, was bedeutet, es sind Crafting-Items. Es gibt kein Gold im Spiel, sondern ihr bezahlt alles mit Crafting-Items. Und hier ist zum Beispiel ein Orb of Transmutation. Im Laufe des Spiels werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen, wie ich sowas benutze. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier auch noch ein paar Einstellungen gemacht. Wenn ich hier Monstern Schaden zufüge, wird hier die Lebensleiste oben bei denen angestellt. Und ich sehe auch gerade, dass die Lebensleiste bei mir an ist. Ich das eigentlich gar nicht mag. Das Ganze könnt ihr hier einstellen, wenn ihr in die Option geht, UI. Und hier gibt es verschiedenste Einstellungen. Ja, ihr könnt einfach mal ein bisschen gucken. Was wichtig ist, ist, finde ich, auf jeden Fall Always Highlight, damit ihr die Items auf dem Boden überhaupt seht. Und hier unten, da könnt ihr Show Mini Life Bars on Enemies. Dann habt ihr halt auch diese Lebensanzeige über den Gegnern. Und hier habt ihr diese Lebensanzeige. Die mag ich persönlich nicht so gerne. Mir reicht es, wenn ich hier unten mein Leben und Mana sehe. Aber wenn ihr damit gerne spielt, könnt ihr das gerne machen. Ja, Auto-Equipment würde ich, wenn ihr ein Anfänger seid, auf jeden Fall anstellen. Und ja, dann kann es auch weitergehen. Ja, auf dem Weg, so Truhen kann man öffnen. Kann sein, dass da kostenloser Loot rauskommt. Und ihr verliert dadurch wenig Zeit. Grundsätzlich, erste Zone ist eigentlich straightforward. Ihr könnt ja einfach an der Küste lang gehen. Und dann werdet ihr auch bald zum Endboss kommen. Von der ersten Zone. Und das ist hier Hillock. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein gutes Movement habt, könnt ihr den ziemlich outplayen. Einfach in Bewegung bleiben, ab und zu ein Feuerball rauf und ihr seht, ich habe jetzt schon fast die Hälfte abgezogen. Wenn ihr schon mit den Flaschen ein bisschen vertraut seid, könnt ihr den auch einfach facetanken. Und ja, ab und zu eine Mana-Flasche und eine Heilungspotion benutzen. Und dann
sollte das Ganze kein Problem darstellen. So. Ja, zu den Items selbst. Es gibt Normal Items, Magic Items, Rare Items und Unique Items. Normal Items sind halt ganz normale weiße Items. Ja, dann gibt es blaue Items, die können noch extra Stats haben. Rare Items ist dann die nächste Stufe, die haben noch mehr Stats. Und dann gibt es Unique Items, die können auch besondere Stats haben. Ja, das einmal dazu. Grundsätzlich, erstes Ziel halt überall mindestens ein weißes Item zu haben. Wenn ihr denn schon blaue Items findet, sind die natürlich besser, würde ich dann immer bevorzugen. Und am Ende solltet ihr auf jeden Fall in jedem Slot ein gelbes Item haben oder halt ein legendäres. Obwohl gelbe Items auch besser sein können als legendäre Items oder Unique Items. So, genau. Quest annehmen. Hier unsere Quest-Belohnung nehmen. Hier nehmen wir Freezing Falls. Die ist zum Leveln super gut. Wechseln wir hier aus gegen Feuerball. Feuerball könnt ihr einfach mit Rechtsklick raussockeln und per Drag and Drop in euer Inventar tun. Freezing Pulse dann einfach reintun und dann habt ihr Freezing Pulse hier in eurer Leiste. Bei Nessa könnt ihr hier neue Skills kaufen, einfach Purchase Items und geht dann hier auf den zweiten Reiter und holt euch hier die Fire Trap. Die ist extrem gut gegen eine Monstergruppe. Einfach hier Fire Trap anklicken und in einen Grünsockel tun. Ja. Genau, ihr habt eine Bank, das Stash, da könnt ihr Sachen reintun für später, wenn ihr da wenn ihr einfach Items aufbewahren wollt. So, die zwei Items habe ich schon, deswegen verkaufe ich die, brauche ich nicht. Und ja, Orb of Transmutation verkaufe ich jetzt auch erstmal und bekomme dafür ganze 4 Scroll of Wisdoms. Die sind am Anfang ziemlich wichtig, weil damit Items, die blau oder gelb sind oder orange sind, identifizieren könnt. So könnt ihr die nämlich nicht anziehen, weil die halt unidentified sind und mit den Scroll of Wisdoms könnt ihr die ganz einfach identifizieren. Rechtsklick auf Scroll of Wisdom, Linksklick auf die Handschuhe in dem Fall und dann sind die identifiziert und ihr seht dann halt die Mods von dem Item. Hier ist es jetzt 25% mehr Armor von dem Item selbst und plus 4 Life, wenn wir einen Monster machen. Ein Monster killen. So. Dann gucke ich nochmal bei Nessa, ob sie hier einen One verkauft, der uns plus 1 zu Skill Gems gibt. Macht sie nicht. Dann gucke ich nochmal ein paar Taglei, ob er hier irgendwas hat. Aber er hat, glaube ich, gar keine. Schade. Ups. Movement Speed Boots sind am Anfang ziemlich gut. Hier sind sogar welche. Die kaufe ich mir. Kosten 2 Scroll of Wisdom. Wie gesagt, es gibt kein Gold, sondern ihr bezahlt halt zum Beispiel am Anfang mit Scroll of Wisdoms und später gibt es noch andere Crafting-Gegenstände, mit denen man bezahlen kann. So. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Und dann können wir hier in die nächste Zone gehen. So, ja, ich habe gerne hier mein Shortcut auf Q. Ihr seht jetzt hier, Fire Trap ist auf der mittleren Maustaste. Klickt einfach hier auf Q und dann könnt ihr, wenn ihr auf Q drückt, halt die Fire Trap legen. Das könnt ihr clearen, indem ihr da einfach aufklickt und clear the slot. Rechtsklick ist jetzt Freezing Pulse. Wie gesagt, Freezing Pulse gegen einzelne Gegner. Dabei ist wichtig zu wissen, dass am Ende von Freezing Pulse dieser weniger Schaden macht und am Anfang macht er sehr viel Schaden und die Fire Trap wird halt ausgelöst, wenn Monster da drüber laufen. Ihr werdet das Ganze auch gleich in Aktion sehen. So, genau, mit der Tab-Taste könnt ihr die große Weltkarte aufmachen und seht dann ein bisschen mehr, als wenn ihr nur die Minimap auf habt. Ja, wie ihr seht, ich bleibe immer in Bewegung, so bekommt ihr wenig Schaden und habt mehr Zeit, eure Potions zu drücken. Und die Monster sammeln sich auch hinter euch und so könnt ihr nachher alle hier einfach in einer Linie ausschalten. Ja, wenn ihr Level aufgestiegen seid, könnt ihr Skillpunkte vergeben, was ich sofort machen werde. So, genau. Hier unten einfach auf dieses Symbol klicken und dann öffnet sich der passive Skillbaum. Wir fangen hier oben an und nehmen als erstes Spell Damage. Einfach aufklicken, Apply Points. Mit Escape kommt ihr da wieder raus. Der Shortcut für den passiven Skilltree ist P.
Wenn ihr allgemein die Shortcuts nachgucken wollt, Escape, Options und Input. Oder ihr drückt auf Menü und könnt hier auch die einzelnen Fenster öffnen. Und dahinter steht der Shortcut. So, was noch mitlevelt, sind die Skill Gems. Die bekommen gleichzeitig Erfahrung mit euch. Und ja, um sie aufzuleveln, drückt ihr hier rechts einfach auf Plus. Und ja, dann machen sie einfach mehr Schaden. Wichtig zu wissen ist, dass Skill Gems bekommen keine Erfahrung, wenn ihr sie benutzt, sondern sie bekommen gleichzeitig Erfahrung, wenn ihr Monster tötet. Das heißt, ihr müsst den Skill nicht unbedingt benutzen, damit ihr Erfahrung bekommt. Und ja, wichtig ist, dass er in eurer Ausrüstung drin ist. Er muss nicht unbedingt in der Waffe sein. Er kann hier auch zum Beispiel in der Brustrüstung sein und ihr könnt den Skill ganz normal trotzdem benutzen. So. Das einmal dazu. Genau, es bringt nichts, wenn der Skill in eurem Inventar ist, dann könnt ihr ihn nicht benutzen und der Skill bekommt auch keine Erfahrung. So, genau. Immer schön in Bewegung bleiben und dann einfach Monstermassen mit eurer Fire Trap ausschalten. Genau, wenn ihr Items seht, die so die Farbe haben wie die Scroll of Wisdom, das ist wie so ein komisches Braun, die Items immer aufheben. Das ersetzt quasi das Gold im Spiel. Und ja, mehrere Sachen kaufen ist immer gut. Hier haben wir so einen kleinen Miniboss. Ich erkläre euch mal die Taktik. Ihr müsst die nicht machen. Die droppen halt ein bisschen mehr. Oder beziehungsweise ein bisschen bessere Items. Und ja, einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. So trifft euch der Feuersturm nicht. Und ja, wirft einfach eine Fire Trap hin. Geht in Nahkampf. Und benutzt euren Freezing Pulse. Und dann haben wir das Ganze auch schon erledigt. Weiter geht's. Ja, wir haben auch unser erstes gelbes Item bekommen. Wie ihr seht, ist es auch unidentifiziert. Scroll of Wisdom. Und zack. Gucken wir uns das Ganze an. Ja, das ist eher für Nahkämpfer gut. Also verkaufe ich das nachher einfach beim Händler. So, was ich immer mache, ich guck immer oder behalte im Auge, welche Items mir jetzt noch fehlen. Mir fehlen jetzt hier noch zwei Ringe, ein Amulett und ein Gürtel. Das heißt, danach halte ich jetzt Ausschau, beziehungsweise halte ich Ausschau nach blauen Items. Und jetzt sind wir hier beim ersten Waypoint angelangt. Das sind so eine kleinen Zwischenspeicherpunkte, würde ich mal so bezeichnen. Von denen könnt ihr euch teleportieren. Ihr könnt euch zu jedem anderen Waypoint, den ihr schon freigeschaltet habt, teleportieren oder halt in die Stadt. Dazu klickt ihr dann einfach in der Karte auf den jeweiligen Punkt und könnt euch dann so hin und her teleportieren. Ja, zu der Karte selbst hier. Hier unten seht ihr eure Quests. Die grauen hinterlegten sind die, die ihr schon gemacht habt. Und die goldenen, wenn ihr darauf klickt, sind die, die ihr noch frei habt. Hier unten steht die Questinformation und auf der Karte wird gehighlightet, wo ihr dahin müsst. Und ja, auf der Karte seht ihr auch hier so eine Verbindungslinien und die zeigen an, von welcher Zone ihr Zugang zu anderen Zonen habt. Das heißt, zum Beispiel hier von der Stadt können wir nicht direkt in die Zone gehen. Wir müssen erst hier in the Coast und können von da an dann in die Questzone. Was wir jetzt auch gleich machen werden. Vorher nochmal einen passiven Skillpunkt vergeben. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch mit P öffnen. Und ja, den nächsten setzen wir auch in Spell Damage. Warum nehmen wir Spell Damage? Wir benutzen Spells zwei Stück und Spell Damage unterstützt diese. Und ja, mehr Damage ist am Anfang immer ziemlich gut, weil die Monster noch nicht so stark sind im ersten Akt. Und ja, es ist einfach angenehmer, wenn ihr hier nur zwei Fire Traps legen müsst. Und die Monster dann halt schon drauf gehen. Ja, hier haben wir unser erstes blaues Monster. Blaue Monster sind ein bisschen stärker als weiße Monster und haben extra Mods. Es gibt auch gelbe Monster, die haben dann mehr Mods. Wie könnt ihr diese Mods sehen? Ihr geht mit der Maus da drüber, dann seht ihr oben die Lebensleiste und den Namen. Und darunter steht jetzt zum Beispiel Accurate und Undead. Das bedeutet, diese Monster treffen oder haben eine erhöhte Trefferchance gegen euch. Das heißt, die Angriffe von denen verfehlen nicht so oft. Und ja, Undead. Ich persönlich weiß gar nicht, wofür Undead gut ist. Ja, braucht er eigentlich auch nicht so viel Angst vor haben vor dem Mod. Wie gesagt, später haben die Monster halt auch mehr Mods, schwierigere Mods. Und da, ja, addiert sich das dann alles und die Monster werden halt auch ziemlich stark, was ihr aber auch noch im Playthrough sehen werdet. Ja. Die blauen Monster an sich solltet ihr auf jeden Fall ausschalten, weil diese immer mehr Erfahrung geben, also viel mehr Erfahrung als weiße Monster. Und ja. So, hier ist zum Beispiel nochmal ein blaues Monster-Pack.
Und ihr seht, einfach immer ein bisschen defensiv spielen und so sollte das ganze Spiel für euch am Anfang kein Problem machen. Werft einfach hier diese Feuerpfeilen hin, lasst die Monster da durchlaufen und ihr seht, die ganze Masse, die da gerade an Monstern waren, haben dagegen nichts auszusetzen. Genauso wenig wie dieser kleine Boss. Ihr seht, er macht so eine Eiskaskade. Da nicht drinstehen, das macht relativ viel Schaden. Wie ihr dem Ganzen entgehen könnt, ihr könnt einfach in den Nahkampf gehen und damit verhindert ihr, dass er diese Kaskade macht. Ja, achtet darauf, dass nicht zu viele Monster in eurem Kreis sind, sonst kann es sein, dass ihr doch zu viel Schaden bekommt. Wenn er wegläuft, positioniert ihr euch auch neu. Ja, das werdet ihr auf jeden Fall alles noch lernen. Und ja, im Endeffekt ist es auch kein schwerer Boss. So, grüne Items sind nur Quest-Items. Das heben wir auf. Mana-Flasche heben wir auf. Desto mehr Flask wir haben, desto mehr Utility haben wir einfach. Und ja. So, hier sind alles blaue Items. Brauche ich jetzt im Endeffekt nicht, weil wir keine Nahkampfwaffen benutzen. Aber hier oben ist zum Beispiel eine blaue Weste. Die möchte ich haben, weil ich noch eine weiße habe. Ich identifiziere dich mal. Ja, ein bisschen Stärke, ein bisschen mehr Armor. Wunderbar. Genau, wenn ihr Items austauscht, nicht vergessen, wenn ihr dann auch Skills drin habt, die wieder reinzusetzen in euer Equipment. Ja, hier ist zum Beispiel, ihr seht, das sieht ein bisschen anders aus hier, das Item. Es hat einen grauen Hintergrund. Warum hat das einen grauen Hintergrund? Weil es einfach beim Händler ein bisschen mehr wert ist. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, den Rest lasse ich jetzt mal liegen. Mit einer Portal Scroll könnt ihr euch ein Portal in die Stadt machen, wenn ihr schon welche gefunden habt. Am Anfang würde ich die noch nicht benutzen, weil die ziemlich viel Wert haben. Vor allen Dingen nachher im Bosskämpfen haben die super Nutzen, weil immer wenn ihr in die Stadt geht, laden sich alle eure Flaschen auf. Und im Bosskämpfen, im Bossräumen sind oft nicht so viele Monster, um eure Flaschen aufzuladen. Und dann könnt ihr halt einfach ein Portal aufmachen, in die Stadt gehen, durch das Portal wieder zurückgehen und eure Flaschen sind wieder aufgeladen. Deshalb laufe ich hier zurück zum Waypoint. Und ja, komme so wieder in die Stadt, kann hier die Quest abgeben. Hier nehme ich die Quicksilver Flask. Die gibt mir für 4 Sekunden 40% mehr Movement Speed. Das hat zwei Vorteile. Einmal defensiv kann ich die benutzen. Wenn viele Monster da sind und ich schnell flüchten muss, aktiviere ich die und laufe ein bisschen weg. Oder wenn keine Monster da sind, kann ich die halt auch aggressiv benutzen und kann einfach schneller voranlaufen. So, tausche die einfach mal aus. Verkauft die Items, die ich habe. Ja, den Wand möchte ich haben. Nicht den Wand, den Zepter, den Mace hier. Und ja, wenn ihr drei Flasks verkauft von dem gleichen Typ, dann bekommt ihr eine Flasche von dem jeweiligen Typ darüber. Ihr seht, die vorher haben 60 Mana über 5 Sekunden gegeben und die hier gibt 90 Mana über 6 Sekunden. Und ja, versucht immer die größeren Flaschen zu bekommen, weil die euch immer einen schönen Boost geben. Wir sind Level aufgestiegen, also checke ich nochmal ab, was die Händler uns hier verkaufen. Wie gesagt, ich suche immer noch ein Zepter bzw. ein Wand, der uns plus 1 zu Skill Gems gibt. So. Schilde. Okay, hier ist auch noch nichts. Schade. So. Genau, ich möchte hier den Zepter anlegen, weil uns ein Zepter noch ein bisschen mehr Schaden gibt. Warum ist das so? Ein Zepter gibt uns Elementarschaden, das heißt, er verstärkt Elementarskills. Feuertrap, seht ihr, dass es halt Fire Skill ist, was Elementarschaden ist. Und Freezing Pulse steht da, dass es Cold ist. Also ist es auch Elementarschaden. Und zusätzlich hinterlässt die Fire Trap halt zum brennenden Boden. Und das ist sozusagen auch nochmal Elementarschaden, der jedoch nicht durch Spell Damage verstärkt wird. Dadurch ist der Wand ein bisschen stärker, weil er halt zusätzlich auch noch diesen brennenden Boden verstärkt. Wenn ihr das Ganze jetzt noch nicht so verstanden habt, ist es nicht so schlimm. Ihr könnt auch mit dem Wand erstmal weiterspielen. Das ist einfach nur eine Kleinigkeit, die euren Schaden ein ganz klein bisschen noch steigert. So, genau. Wenn ihr etwas stärkere Monster habt, wie zum Beispiel hier die blauen Monster, schmeiße ich halt eine Falle hin, sodass der Boden verbrannt ist und dann sollte das auch kein Problem sein. So.
Grundsätzlich möchte ich auf meiner Ausrüstung Leben und Resistenzen haben. Davon haben wir bisher noch gar nichts gefunden, leider. Deswegen sammle ich weiterhin blaue Items auf und guck, ob da Leben oder Mana oder Leben oder Resistenzen drauf sind. Hier sind leider auch keine drauf. Aber hier haben wir noch Zepter. Ja, man kann auch zweihändig rumlaufen, zwei einhändige Waffen ausrüsten. Und ja, Skilltree gehen wir noch weiter auf Schaden. Und ja, wir sind jetzt hier in der Mudflats-Zone. Hier müsst ihr drei Glyphen finden. Auf der Karte werden diese mit einem Ausrufezeichen markiert. Klickt einfach drauf, nimmt die Glyphe mit. Und ja, geht hier einfach den kleinen Flüssen entlang und dann solltet ihr eigentlich das nächste Quest-Item finden. So, und hier geht es nochmal zum nächsten. Ja, immer in Bewegung bleiben. Dann solltet ihr auch hier keine Probleme haben. Hier ist ein Gürtel, den ich noch nicht habe. Das ist gut. So, nächstes Quest-Item. Nicht vergessen, hier die Skills aufzuleveln. So, und jetzt haben wir alle drei Quest-Items. So, und weiter geht's. Genau. Wir können hier unsere Quicksilberflasche benutzen, um schneller zu laufen. Ja. Hier könnt ihr jetzt die drei Glyphen in die Wand einsetzen und dann wird euch hier die Passage eröffnet und ihr könnt hier in die nächste Zone gehen. So, dann finden wir den nächsten Waypoint. Und ja, wie ihr seht, ist nicht in jeder Zone ein Waypoint. Nur dort, wo ihr einen Punkt in der Mitte habt, dahin könnt ihr euch teleportieren. Das heißt hier zum Beispiel zur Coast oder wieder in die Stadt. Ja, wir wollen erstmal in die Stadt gehen und wollen uns hier unsere Questbelohnung abholen. So, hier nehme ich Orb of Storms. Ihr könnt einfach STRG-Taste gedrückt haben lassen, Linksklick und so erspart ihr euch das Drag and Drop in euer Inventar. Ich sockel das in meine Ausrüstung, um es einfach mitzuleveln. Und guck nochmal, was sie hier verkaufen. So, ein bisschen Spell Damage. Ist immer noch nicht das, was ich suche. Schade. Aber wir gehen nochmal zu Nessa. Immer noch nicht das, was ich brauche. Ich gehe aber hier auf die zweite Seite. Ich möchte ein Flame Totem haben. Das ist auch extrem gut zum Tanken. Das ist unser erstes Totem, was wir benutzen. Warum ist das so gut? Es lenkt Monster ab. Die Monster greifen das Totem an und nicht euch. Und so habt ihr noch mehr Chance und Chance, die Gegner anzugreifen. Noch mehr Zeit, um euch zu positionieren. Und das Ganze gibt euch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Verteidigung. Dafür braucht ihr so einen roten Slot. Und ihr habt noch andere neue Skills freigeschaltet, dadurch, dass wir die Quest geschafft haben. Aber ich denke, mit dem Setup sollten wir erstmal alles schaffen. Orb of Storms, damit spiele ich erstmal nicht. Und ja, wenn ihr die Quest geschafft haben, geht es hier weiter. Genau, die zwei Nebenquests hier, Dweller of Deep und Dirty Job, können wir auch später noch nachholen. So, laufen wir erstmal weiter. Hier orientiere ich mich eigentlich immer so an der rechten Seite. Guck mal, ob ich da irgendwie einen Weg finde. Blaue Monster, wie gesagt, wenn ihr so einen kleinen blauen Schein seht, immer machen. Geben euch schön viel Erfahrung. So, und ich hoffe, dass wir noch ein paar Ringe bzw. blaue Items finden. So. Hier ist noch so ein kleiner Boss, wie gesagt. Wenn ihr euch bewegt, solltet ihr da kein Problem haben. Zwischendurch mal hier so eine Fire Trap legen. Und so könntet ihr die Monster schon besiegen. Oder ihr geht in den Nahkampf und haut nochmal ein bisschen mit eurem Freezing Pulse drauf. Oh, ein gelber Zepter. Blauer Zepter. Identifiziere ich gleich mal. Kann nur besser sein als das, was ich aktuell habe. 7% Car Speed. Sehr schön. Car Speed können wir auch gebrauchen. Schneller zu casten und so, schneller Schaden zu machen. Ja, in dieser Zone scheint es anders zu sein und wir müssen tatsächlich nach oben. So. Ah, wir sind jetzt auf Level 5. Wir können jetzt auch den Zepter anziehen, den wir gerade gefunden haben. So, Skillpunkt vergeben. Ja, auch hier könnt ihr einfach mit STRG den Skillpunkt schnell vergeben. Da kann es aber auch sein, wenn ihr den falschen Skillpunkt andrückt, dass ihr euch so auch schnell mal vertun könnt. Also, wenn ihr sicher gehen wollt, drückt darauf, drückt auf Apply Points.
So, Caspit, rein da. Weiter geht's. So. Gelber Gegner, wir brauchen noch ein paar bessere Items. Also auch mal ein paar gelbe Gegner killen. Die haben halt eine höhere Chance, gute Items zu droppen. Ihr seht hier schon blaues Item gedroppt. Nehmen wir auch mal den mit. Oh, der erste Ring, 25 Leben. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Portal Scroll auf jeden Fall. So. Gucken wir gleich mal, was hier der Wand kann. 14% Spell Damage und 9 Intelligenz ist jetzt nicht viel besser als das, was ich aktuell habe. Also lassen wir unsere Zepter ausgerüstet. Ja, wenn ihr in der gleichen Liga spielt wie ich, dann werdet ihr auch hier so eine Essenzen finden. Die lasse ich am Anfang aus, weil ich finde, wenn man am Anfang noch nicht so viel Schaden hat. Und ja, da muss man das einfach noch nicht machen. So, ja, ihr braucht nicht jedes Monster in der Zone zu töten. Ich gucke immer, dass die Monster ein bisschen mehr aufeinander stehen, wie zum Beispiel hier. Werft dann meine Fallen, benutzt zweimal meinen Freezing Pulse und dann hat sich das Ganze erledigt. Normalerweise reicht auch eine Fire Trap, um Monster zu besiegen. So, aber da könnt ihr euch ein bisschen reinfuchsen. Genau, so sehen diese Essenzen aus. Ich finde die am Anfang ein bisschen zu stark. Und ja, sie geben mir nicht so viel raus, was ich gerne hätte. Und deswegen, ja, laufe ich einfach weiter. Immer schön aufleveln. Hier ist nochmal eine schöne Monstergruppe. Ihr seht, die haben alle hier eine Aura. Die kommt von dem Totem. Also, wenn ich möchte, dass sie ein bisschen schwächer werden, töte ich das Totem. Ich habe auch noch kein Amulett, deswegen lampe ich das Amulett aus. An. Auf! Auf! So, ist mit mir los. Und jetzt wird automatisch angelegt. Schöne große Monstergruppe. Eine Chest. Und ja. Ist eigentlich schön, dass hier so viele Monster sind. So brauche ich mich mit den kleinen Monstern nicht so aufhalten. Und wir steigen schnell im Level. So. Genau. Waypoint haben wir gefunden. Jetzt gehe ich zurück in die Stadt. Guck einmal kurz, weil wir Level aufgestiegen sind, was die Händler so angeboten haben, beziehungsweise im Angebot haben. So. Okay. Sowas wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Damage to Spells kann ich mir aktuell nicht leisten. Aber ja, ich benutze auch zwei Zepter. Man kann keinen Wand und einen Zepter gleichzeitig anziehen. Das heißt, da müsste ich noch einen anderen Wand haben. Ja, schade eigentlich. Ah, den behalte ich mal. Lege ihn hier in meine Bank. Den könnten wir vielleicht später noch gebrauchen. Guck nochmal hier, ob er uns vielleicht Zepter anbietet. Er hat gar keinen im Angebot. Alles klar, weiter geht's. Ja, wir haben hier noch Dweller of the Deep. Die könnt ihr entweder machen, wenn ihr schon in der Zone seid oder nachträglich. Ja, ich mache sie ganz gerne, wenn ich den Waypoint schon gefunden habe. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und suche jetzt nochmal nach dem zweiten Ausgang in dieser Zone. Sehen. Ob ich hier den richtigen Riecher habe. Ja. Hier ist der zweite Ausgang. Ladder Depth. Und ihr seht, wir sind jetzt hier in der vorherigen Zone. Also wir waren gerade in Ledge. Und jetzt sind wir vorher in der Submerged Passage. Haben wir uns zurück teleportiert per Waypoint. Und sind jetzt hier den alternativen Ausgang gegangen, weil wir hier noch eine zweite Quest haben. So. Hier, wie gesagt, die Items, die ein bisschen döller gehighlightet sind, aufheben. Da bekommt ihr vom Händler ein bisschen mehr für. Ja, wenn ihr allgemein Fragen habt, wenn ihr irgendwie auch zum Spiel selbst Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal den ersten Akt durchspielen, werde mir dann die Kommentare durchlesen und dann halt im Video darauf antworten. Das heißt, wenn ihr das erste Video seht vom Akt 2, werde ich dann auf die Kommentare unter diesem Video und den folgenden Videos eingehen.
Grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, die Videos so eine halbe Stunde gehen zu lassen um den Dreh. Ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet, ob ihr lieber längere Videos wollt oder ob das genauso wichtig, genau das Richtige ist. Amulett nehme ich mal mit. Die Amulette können uns nämlich so eine Stats geben, wie zum Beispiel 22 Dexterity. Die Stats können wichtig sein, weil wir im Skilltree am Anfang nicht so viele Möglichkeiten haben, an Dexterity zu kommen. Und deshalb kann es nützlich sein, so ein Item im Petto zu haben. Ja, wofür braucht ihr die Stats? Die Stats braucht ihr, um eure Skills zu benutzen. Das heißt, für Freezing Pulse zum Beispiel braucht ihr 22 Intelligenz, wie es da steht. Und ja, für Flame Totem braucht man nachher Stärke und für unsere Fire Trap braucht man Dexterity. Das hängt halt auch mit der Farbe zusammen hier. Freezing Pulse ist blau, Intelligenz also, Flame Totem ist rot für Stärke und Dexterity ist grün. Ihr könnt, wenn ihr C drückt, euren Charaktermenü aufrufen und dort seht ihr oben eure Statpunkte, wie viele ihr davon habt. Und ja, wenn wir zum Beispiel nachher unsere Fire Trap aufleveln wollen, kann es sein, also wir haben hier zum Beispiel 14 Dexterity und wir haben momentan 14. Und wenn es nachher ein Level aufsteigen möchte, kann es sein, dass wir 17 Dexterity brauchen und dann kann so ein Amulett schon ganz nützlich sein. So, wir suchen mal weiter hier nach dem kleinen Boss in dieser Zone, weil das unserer Quest aktuell ist. Aber ich denke, wir haben ihn noch gleich gefunden. Ja, leider noch nicht. Ja, am Anfang kann es sein, dass ihr euch ein bisschen verirrt. Die Zonen sind teilweise echt komisch. Ihr seht, was ist das? Ich laufe hier einmal im Kreis. Unnötig. Ja, geht weiter. Aber wie ihr seht, mit dem Setup hier mit Flame Totem und Freezing Pulse haben die Monster eigentlich nichts gegen uns auszusetzen. Und hier ist auch schon der kleine Boss. Ja, achtet ein bisschen darauf, dass ihr nicht zu viele Monster um euch habt. Ihr habt gesehen, ich war gerade schon eingefroren. Das ist schon ziemlich gefährlich. Aber ja, wenn ihr ein paar Monster getötet habt, solltet ihr das Ganze ziemlich einfach beenden können. So, Skolopwüste, den aufnehmen, den aufnehmen. Ja, blaue Handschuhe, haben wir schon blaue Handschuhe? Wir haben schon blaue Handschuhe, aber wie gesagt, am Anfang will ich Leben und Resistenzen. Und deswegen gucke ich auch mal in diese Handschuhe. Und ja, die sind jetzt auch nicht viel besser. Geben uns ein bisschen mehr Armor. Ja, ich nehme die mal mit. Macht jetzt nicht so viel aus. Haben wir noch eine Portal Scroll? Ja. So, genau. Wie funktionieren Portal Scrolls? Einfach Rechtsklick, dann könnt ihr euch in die Stadt teleportieren. Wenn ihr jetzt in der Stadt hier wieder durch das Portal gehen würdet, würde sich das Portal schließen und ihr müsstet eine neue Portal Scroll benutzen, um wieder zurückzukommen. So, ja, grundsätzlich ist es gut zu wissen, dass ihr, wenn ihr einen Orb Transmutation findet, der ist auch relativ viel wert. Wenn ihr den verkauft, kriegt ihr dafür 4 Scroll of Wisdoms. Ihr könnt sie aber auch anders benutzen. Ihr könnt aus weißen Items mit diesem Item blaue Items machen. Also steht ja auch da, Upgrade the Normal Item to a Magic Item. Und ja, ich würde euch grundsätzlich empfehlen, eure Quicksilver Flask blau zu machen, weil ihr diese bis zum Ende benutzt. Und deshalb einfach hier Rechtsklick auf Transmutation und auf die Quicksilver. Ja, wir haben so ziemlich das Schlechteste bekommen, was man auf der Quicksilver bekommen kann. Increased Block and Stun Recovery. Da müssen wir später auf jeden Fall noch ein bisschen craften. Ja, mit dem Augmentation könnt ihr weitere Stats darauf rollen. Auf blauen Items können maximal zwei zusätzliche Stats sein. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel eins. Und ja, ich kann es euch einfach mal zeigen. Ja, genau. Enchant a Magic Item with a new property. Wie gesagt, blaue Items sind Magic Items. Und es kann maximal zwei Stats haben. Wir haben momentan eins. Ich mache es. Und wir haben nochmal 18 extra Charges bekommen. Das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir 68 Charges. Wir können die Quicksilver-Flasche also jetzt dreimal benutzen. So. Genau. Ich könnte hier noch eine Wisdom Scroll gebrauchen, um dieses Item hier zu identifizieren. Dazu nehme ich mir einfach eine Portal Scroll, kann hier mit Shift die stacken und kann sagen, wie viele ich jetzt haben möchte. Ich möchte jetzt hier eine haben und habe sie dann hier. Verkauft die und bekomme dafür eine Scroll of Wisdom. So. Macht das aber nur, wenn ihr genug Portal Scrolls habt, weil die sind auf jeden Fall nützlich. Vor allen Dingen, wie gesagt, in Bosskämpfen, die wir auch noch
demnächst haben werden. Ja, wieder leider nicht so gute Sachen rausgekommen. Aber es ist immerhin drei Sockel, drei Gelingte. Was nicht immer der Fall ist. Hier zum Beispiel auf unserem Zepter haben wir nur einen Sockel. Und ja, damit könnten wir später auch noch was anfangen. Deswegen tue ich es mal in meine Bank. Und ja, ihr seht, die Items mit drei Sockeln und drei verschiedenen Farben sind beim Händler immer ein bisschen mehr wert. Und dafür kriegen wir zwei Chromatic Orbs. Chromatic Orbs sind ziemlich cool, die können die Farben von den Sockeln auf Items verändern. So, ich guck mal kurz auf die Zeit. Wir sind schon bei 35 Minuten. Ja, ich habe das Ganze mal ein bisschen schneller gemacht, weil ich einfach denke, ja, dass ihr am meisten lernt, wenn ich einfach spiele. Und ja, ich denke, wenn ihr die Fragen in den Kommentaren stellt, kann ich auch noch die Sachen nachholen, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und ja, ich bin gespannt, was ihr so davon haltet. Und werde das Ganze jetzt erstmal in den ersten Akt so durchziehen. Und ja. Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Bis zum nächsten Video. Haut rein, gleich geht's weiter.